Okay, da ist eine Kiste. Ich liebe es, sowas kaputt zu machen. Hier hoch, würde ich denken. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Noch nicht. Warte auf mein Zeichen. Gefahrenanzeiger. Um Kratos herum zeigen Gegner außer Sichtweite an. Okay. Goldene Zeiger kennzeichnen nahe Gegner. Leuchtend rote Zeiger kennzeichnen bevorstehende Angriffe. Leuchtende lila Zeiger kennzeichnen Projektilangriffe. Gut zu wissen. Noch mehr Gegner, Junge! Junge, Konzentration! Da oben! Ich bin jetzt bereit! So, lag hier eben noch was? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. So, diese Draugeier schleudern Feuerbälle. Wie machen sie das? Sie greifen gern aus der Ferne an, was sehr lästig ist. Wenn wir gegen andere Gegner kämpfen. Aber zum Glück halten sie nicht viel aus. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Sieh mal. Sieh her. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Das ist praktisch. So, war hier nicht eben noch irgendwo da? Ich hab's doch gesehen. Leben. Gut, 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 gut. Wir gucken uns erstmal hier unten um, würde ich sagen. Wo? Wo denn? Kann ich ein... Oh. Meint er das mit Sima da oben? Eigentlich wollte ich mal gerade ausprobieren, ob ich so einen Baum verprügeln kann, bis er umfällt. Schade. Wäre echt cool gewesen. Oder kann ich... Ich weiß, dass... Oh. Ich vergesse immer, die Axt zurückzurufen. Ich weiß nicht, warum. Okay, hier unten ist nichts mehr. Dann geht's wohl hier hoch.
Halt, da liegt ja tatsächlich noch was. So. So, weiter Richtung des Bergs. Ich liebe es! Noch etwas? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. So, und wir haben diese Rage wieder voll. Diese Gegner werden wütend und sehr aggressiv, wenn man eingefroren ist. Vater sollte unbedingt ihrem Frost-Explosionsangriff ausweichen. Okay. Oh nein, wie kommst du nur darauf? Ich sehe sie nicht. Entschuldigung. Er will ja nur helfen. Leichter Runenangriff. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Runenangriffe. Sie haben das Juwel für den leichten Runenangriff Hells Berührung erhalten. Mit Runenjuwelen können Sie Ihre Waffe mit leichten und schweren Runenangriffen modifizieren. Runenjuwelen können in Waffenmenü in Waffen eingebaut werden. Hier können leichte Runenangriffjuwelen ausgerüstet werden, okay? Runenangriffe, bla 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 bla. Mit können Runenangriffe verbessert werden. Das Verbessern von Runenangriffen verbessert auch Ihre Attribute. Drücken Sie leichten Rüstungsgriff auszuführen. Warte, drücken Sie X, um den Leviathan-Axt mit dem Juwel für den leichten Runangriff Hellsberührung auszurüsten. Hier habe ich doch. Ausgerüstete Runangriffe werden mit einem E-Symbol versehen. Drücken Sie Kreis, um zum Waffenmenü zurückzukehren. Wählen Sie den Schwerangriff in den Platz. Ja, ist doch gut. Kann ich auch sehen, wie ich das einsetze? Wie setze ich das denn ein? Steht das da? Ach, da! R1, L1 gedrückt halten. Okay, probieren wir erstmal aus. Oh. Wow, wie machst du das? Ich hab keinen Plan. Ach, da unten steht das. Ah. Ich glaube, hier kommen wir durch. So, und der muss sich dann wieder aufladen. Okay. Gut, dann erstmal weiter. Oh, ich wünschte, ich könnte heute viel aufnehmen, aber ich kann heute nicht sehr viel aufnehmen. Da ist der Berg! Gehen wir! Noch nicht! So weit scheint er nicht weg zu sein. Siehst du? Oh, so ein dummer Junge. Ich wusste es. Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Bleib ruhig. Bin gleich da. Dreht euch mal um. War gar nicht so schlimm. Augen auf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Die Gegnerschwierigkeit wird durch Farbe von Zahl und Gesundheitsballen angezeigt. Gegnerische Gesundheitsballen sind entsprechend der Stärke im Vergleich zu Kratos grün bis lila gefärbt. Denkt dran! Präzision geht vor Tempo! Hab ihn, alles gut.
irgendwas sind. Ich wollte es einfach mal machen. Diese Typen. Das war der letzte. War ich besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Eieiei, sie haben eine große Angriffsweite, aber wenn wir ausweichen und blocken, sollten wir sicher sein. Er muss ein Projektil erst formen, wenn er einer von uns seinen Angriff unterbrechen kann, muss er erneut beginnen. Okay, ja, schön. Alter. Oh, man kann doch sprinten, sehe ich gerade. Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals... Handelsgründe. Ich habe etwas gefunden, was anscheinend ein Marktplatz war, auf dem sich Götter und Riesen zum Handeln getroffen haben. Das muss vor dem Krieg gewesen sein. Hier war... Da oben ist etwas! Oh, ein gutes Gefühl. Alter! Alter! What? What? Okay, der greift also an, auch wenn ich ihn angreife. Da, über uns! Was bricht denn durch? Etwas bricht durch die Mauer! Ja. Alter.
Boah, diese Draugr wirken größer als die, denen wir bisher begegnet sind. Sie führen schwere, gefährliche Waffen. Die Waffen machen sie langsamer, aber sie sind viel mächtiger als normale. Sehr viel mächtiger. Boah, waren das nervige Gegner. Da sind wir doch ernsthaft zum ersten Mal gestorben. Sieh mal, da oben ist eine Öffnung. Ja, dann mal hin da. Hörst du das? Ich will es gar nicht hören. Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das? Ich will da nicht hin. Okay, muss ich weiter über. Nein, ich will da nicht hin. Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu? Ja, wir haben ja nicht wirklich eine Wahl, oder? Bin noch nicht so weit. Aber nicht für deine Pfeile! Feuer! Alter! Verteidigung ist mal eine gute Idee. Sollten wir öfters machen. Wiedergänger töten, okay? Wir haben sie aus der Nähe gesehen. Mutter erzählte mir einst, dass einige Hexen hier und da kleine Teile ihrer Seelen eintauschten, um mächtiger in der Seiyor-Magie zu werden. Irgendwann verlieren sie all ihre Menschlichkeit und werden zu Wiedergängerinnen. Sie können blitzschnell verschwinden und diese speziellen Wiedergängerinnen können über ihrem Atem und Berühren Gift verbreiten. Sind die Viecher widerlich? So. Leben gab es jetzt aber nicht, ne? Hab ein bisschen was verloren gerade. Ah, da. Nice. Einfach nur, weil ich es kann. Können wir da runter? Wahrscheinlich von da drüben, oder? Kommt man hier hoch? Nee. Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Echt? Hör doch zu. So kommt man also hier runter. Ja, nur bin ich mir nicht sicher, ob wir auch hier sicher sind. Was hab ich gesagt? Oh, Alter! Was? Ich hab doch verteidigt und er schlägt eiskalt durch. Was? Er schlägt eiskalt durch die Verteidigung. Das macht mich echt rasen. Apropos Rasen. Wir sollten das einsetzen, wenn es gleich voll ist. Okay, wir müssen mehr verteidigen. Also besser gesagt, mehr ausweichen, meine ich. So kommt man also hier runter. Ha!
Wo schießt du denn hin? Alles klar. Alter, wieso, wenn ich ausweiche, springt er zu ihm hin, anstatt von ihm weg? Ich mache das jetzt so lange, bis ich den gekillt habe, wenn dieser scheiß Raum noch nicht so kacke eng wäre. Oh, ich dreh durch. Oh, so kommt man also hier runter. So, jetzt darfst du auch mal einen töten. So, was für ein nerviger Typ. Der war echt stark. Mit zwei Schlägen hat er uns gekillt. Was ist das? Das ist was. Ja. Geh doch mal rein. So, mehr gibt's ja auch nicht. Glaubst du, dass Wiedergänger in Gruppen auftreten? Hm? Und ein ganzer Haufen von denen da oben auf uns wartet und sie echt sauer sind? Junge. Tut mir leid. Blühende Fantasie. Du musst ruhig bleiben, Junge. Ganz ruhig.